Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal Hightech, haben wir bisher noch gar nicht gemacht, und zwar dem Gaming-PC Echelon V23. Design, bla bla bla, das ist klar, das ist einfach nur das Gehäuse. Für 4.599 € runtergesetzt von 4.699 €. Das erste, was ich sagen muss, das Bild ist ja schon fake. Also auf jeden Fall hat sich da ein Regenbogeneinhorn irgendwie übergeben. Es ist aber auch so, dass hier zum Beispiel die RAM-Riegel beleuchtet sind und hier steht halt auch ohne Beleuchtung. Immerhin schreiben sie es dabei. Und hier unten gibt es in der Beschreibung auch noch einen Hinweis: Alle Angaben entsprechen den Herstellerangaben. Oben dargestellte Produktabbildung stellt unter Umständen eine mögliche Variante dar. Keine Haftung und Gewähr bei fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen und Abbildungen. Alles klar, damit sichern sie sich schon mal ab. Von daher ist das nicht ganz so schlimm. Ich kann euch nur sagen, das System wird so nicht aussehen. Der RAM leuchtet nicht, diese Leiste hier, die gibt es nicht. Der Rest ist irgendwie mit irgendwelchen Effekten von Photoshop da reingeballert worden. Man sieht es ja, das strahlt nie so. Es sei denn, die Scheibe spiegelt extrem, aber selbst dann, naja. Zugutehalten muss ich denen noch, dass sie wirklich alles aufschlüsseln. Man findet jede einzelne Komponente, was ich schon mal sehr gut finde, dass da nicht gesagt wird, Mainboard, 500er Chipsatz oder so und ihr wisst nicht, wo ihr dran seid. Das ist schon mal gut gelöst. Und wir gehen es auch direkt mal durch. Das Gehäuse. Das ist ein Intertech X908 Infi 2. Das habe ich vor kurzem verbaut. Das fand ich auch relativ gut. Es hätte besser sein können. Aber es ist halt so ein 0815 Gehäuse, nichts Besonderes. Wir haben was auch schon, Intertech X908 Infi 2. Für 119 € bei Equipa. Ist schon relativ teuer. Es sieht auch cool aus vorne mit dieser Scheibe. Wer es mag, bitte. Sonst, das Gehäuse bietet genug Platz für eine Wasserkühlung, fürs Mainboard, Grafikkarte. Das passt soweit schon. Also ich hatte keine Probleme, da irgendwas drin zu verbauen. Packen wir so in den Warenkorb. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 9 5900X, 4,8 GHz, ist natürlich der Boost-Takt. 12 Kerne, 24 Threads, hier steht auch alles schön dabei, haben sie auch gut aufgeschlüsselt. Kostet 519 € bei Mindfactory, das wäre auch sogar ein Prozessor, den ich mir noch reinbauen würde. Der macht Bock, der hat genug Leistung zum Streamen. Ich habe ja den 5800er, hat eine TDP von 105 Watt, was uns aber nicht sonderlich stört, weil wir sowieso eine Wasserkühlung in diesem System haben. Da wären wir auch schon bei der Enemax Liquimax 3 240. Ich habe die 360er drin. 240er reicht auch völlig aus. Man sieht es auch hier, TDP-Klassifizierung 330 Watt. Das ist natürlich deutlich über dem, was der Prozessor überhaupt an Abwärme macht. Ist eine gute Wasserkühlung, wie gesagt, habe ich selber auch. Macht keine Probleme, läuft nicht aus, ist relativ leise. Die Pumpe hört man schon so ein bisschen, aber das ist für den Preis auch in Ordnung. Bei 58,90 € bei Amazon. Als Mainboard haben wir das MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi. Mit WLAN und allem drum und dran zeige ich euch gleich noch, was da so drin ist. Ich habe ein ähnliches vor kurzem verbaut. Und zwar dieses hier. Das ist jetzt natürlich das Carbon, aber es ist ein sehr gutes Board und es macht auf jeden Fall Spaß. Und das einzubauen sieht auch gut aus. Hier ist es auch schon, 4 RAM-Bänke, gekühlte Spannungswandler. Hier kommt die SSD rein, hier die Grafikkarte. Dann könnt ihr hier noch erweitern mit WLAN-Karte zum Beispiel, was ihr jetzt bei dem Board natürlich nicht braucht, aber es ist möglich. USB-Erweiterungskarte, hier unten könnt ihr nochmal M.2 SSD einbauen. Hat eine dezente RGB-Beleuchtung, ist ein gutes Board soweit. Zu den Anschlüssen sei gesagt, ihr habt 7.1, Toslink, Netzwerkanschluss, USB-C 3.1, hier nochmal USB 3.1, dann USB 3.0, USB 2.0, HDMI, den ihr ja nicht benutzt bei diesem Prozessor, weil der keine integrierte Grafikeinheit hat. Hier sind die WLAN-Anschlüsse und Bluetooth, PS/2-Anschluss, den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen, und ein Flash-BIOS-Button, da wird einfach nur das aktuelle BIOS draufgeladen, sofern ihr das auf dem Stick habt und hier anschließt und den Knopf drückt. Braucht ihr keinen Prozessor für oder ähnliches, ist für euch aber bei diesem Fertigsystem erstmal egal. Packen wir für 168 € bei Mindfactory in den Warenkorb. Ja, zum Speicher muss ich, glaube ich, nichts sagen, oder? Ich sage jetzt einfach, es ist der G-Skiller Aegis 16 GB 3200. Ich halte von diesem RAM nicht viel. Ihr wisst es. Aber gut, ich finde auch 16 GB in dieser Preisklasse viel zu wenig. Da kommen wir aber später noch zu. Hier ist er auch schon, 16 GB 3200 MHz. 70 € bei Mindfactory, packen wir so in den Warenkorb. Als Grafikkarte haben wir eine Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity OC, 24 GB, GDDR6X. Das ist das Schöne, sie sagen zumindest, von welchem Hersteller es kommt. Bei den meisten steht ja dann beliebiger Hersteller, dann packen die das rein, was sie gerade kriegen. Hier ist es wirklich eine Zotac. Ich habe sie auch gefunden, das ist auch die Trinity OC, 24 GB. Hat eine TDP von 350 Watt, ne? Das ist schon ordentlich. Also das Ding wird gut warm und es zieht auch gut Leistung, was das Netzteil angeht. Ist natürlich auch im Moment das Topmodell von Nvidia, was Höheres gibt es nicht. Kostet 2000 € bei eBay, packen wir so in den Warenkorb. Als Netzteil haben wir ein FTX 1200-1 Forza, 1200 Watt. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe es noch nie verbaut. Es ist aber scheinbar vollmodular. 1200 Watt für dieses System völlig ausreichend. 10 Jahre Garantie, also von daher passt das schon. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das gibt es aktuell nicht zu kaufen. Aber wir haben hier einen Preisverlauf. Das lag mal so bei 240 €, dann zwischendrin bei 166 €. Also sehr schwankend auch. Ich habe dafür jetzt einfach mal eine Alternative genommen. Und zwar nehmen wir in dem Fall das BeQuiet Dark Power Pro 12 1200 Watt. Kostet aktuell 322 €, aber spielt aktuell auch keine Rolle, weil ihr werdet es gleich sehen bei dem Endpreis.
packen wir für 322,72 € über MindFactory in den Warenkorb. Als SSD haben wir eine Samsung SSD PM9A1 256 GB M.2 256 GB. Ja, der Preisklasse, die ist natürlich sauschnell, klar, aber da gehört mehr rein. Hier haben wir es auch schon, lesen 6400 MB die Sekunde, schreiben 2700 MB die Sekunde. Das ist natürlich schon sauschnell, aber sie ist viel zu klein, wie ich schon sagte. Kostet 50 € bei MindFactory, packen wir so in den Warenkorb. Als HDD haben wir noch eine Toshiba-Festplatte mit 1 TB, finde ich auch viel zu wenig in dieser Preisklasse. In dem Fall nehmen wir die Toshiba P300 Desktop-PC, 1 TB, SATA, kostet 32,50 € bei MindFactory, packen wir so in den Warenkorb. Blu-ray, DVD gibt es nicht, Schnittstellen ist egal, WLAN hat das Board eingebaut, Sound wissen wir auch, 7.1 mit Toslink, Software, haben wir Windows 10 Professional 64-Bit. Habe ich hier auch rausgesucht, kostet 28,86 € bei SK Computer Alsdorf, packen wir so in den Warenkorb. Und dann wären wir auch tatsächlich schon am Ende und hier haben wir die 1 TB HDD, hier ist die SSD, hier ist der Prozessor, hier ist der RAM, hier ist die Grafikkarte, hier ist das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil, wo wir eine Alternative nehmen mussten, die auch deutlich teurer war, und Microsoft Windows. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 3.375,15 €, das System soll kosten. 4.599 €. Muss ich nichts zu sagen, oder? Ist das echt nötig, dass ein System quasi 1.200 € zum Zusammenbauen kostet? Da ist keine Custom-Wasserkühlung drin, nichts. Das sind alle Standardteile, die zusammengeschustert werden und dann weg damit. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Und ich dachte mir auch, das kann nicht stimmen. Und deswegen habe ich schon mehrere Systeme genommen und habe die alle mal verglichen in allen Preisklassen, alle von dieser Webseite. Und ihr werdet jetzt sehen, was dabei rauskommt. Wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf. Bitte euch jetzt auch, wenn ihr das wirklich kontrollieren wollt, dann stoppt das Video, schaut nach, ob ich alles richtig gemacht habe. Ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen, habe die Warenkörbe zusammengestellt, ihr werdet es jetzt sehen. Hier haben wir zum Beispiel den Zocker PC Legacy V15. Design Co-Link Horizon RGB, das ist das Gehäuse, hier hat sich wieder ein Regenbogen-Einhorn übergeben. Für 1.949 €, hier seht ihr die Konfiguration. Da kommen wir auf 1.513 €, also wieder 400 € zu viel. Dann haben wir hier einen mit einem Intel i7 11700KF. Also ich habe nicht nur AMD-Systeme genommen, sondern bin mal so bunt durchgegangen. Für 2.699 €, auch runtergesetzt. Da kommt ihr auf 1.976 €. Dann hätten wir hier noch einen günstigen PC, Battlefield Private V19. Für 1.099 €, auch runtergesetzt um 100 €. Da kommt ihr auf 782. Also durch die Bank viel zu teuer. Wenn jetzt ein Fertig-PC-Hersteller hergeht und sagt, pass auf, ich biete dir dieses System an und dann hast du quasi zum Zusammenbauen 150-200 €, was schon viel ist, aber ist noch im Rahmen, dann kann man auch sagen, okay. Aber wenn da ein System ist, was 1.300 € zu teuer ist, dann ist das nur noch Abzocke. Ich muss es so sagen, das ist Abzocke. Das funktioniert nicht. Es läuft im Moment bei MindFactory immer noch dieser Deal mit Be Quiet. Wenn ihr auf das Gehäuse verzichten könnt und nehmt ein Be Quiet Gehäuse, könnt ihr euch für 50 € das alles zusammenschustern lassen. Ich würde den RAM natürlich tauschen, ich würde eine größere SSD, ich würde so vieles anders machen bei diesem System. Es ist heftig. Also das ist eine 256 GB M.2 und eine 1 TB HDD hat in so einem System nichts zu suchen. Da gehört mindestens 1 TB SSD-Speicher rein und dann von mir aus 2 oder 3 TB HDD-Speicher, wie man es halt gerne haben möchte. Natürlich, der Prozessor ist super, die Grafikkarte auch, aber es ändert nichts daran, dass dieses System viel zu teuer ist. Und das zieht sich durch alle Systeme hier. Ich habe nicht ein System gefunden, wo ich sagen konnte, okay, die nehmen jetzt 100-200 € fürs Zusammenbauen, ist fair. Gibt's hier nicht. Keine Chance. Allein wenn ihr diesen günstigen hier nehmt, 1.100 € kostet der. Da kommt ihr auf 782, das sind auch schon wieder über 300 € fürs Zusammenbauen. Würde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Also ich rate davon ab, bei diesem Fertig-PC-Systemhersteller was zu kaufen. Ich weiß, der ist mit vielen Leuten gepartnert, auch mit vielen Streamern und so. Vielleicht habt ihr da schon mal was gehört, aber das ist nur noch Abzocke. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. And I